Während sich Hergés Helden im Weltraum aufhielten und das Zeichnerteam jede Woche eine neue Seite der aufregenden Geschichte ablieferte, spielte sich unten auf der Erde eine regelrechte Umwälzung ab. Zumindest was Comics betraf. An dieser Stelle müssten wir einen kleinen Abstecher nehmen, denn spricht man über Comics in einem historischen Kontext, so kommt man an einem bestimmten Ereignis nicht vorbei. International gesehen waren damals die USA tonangebend, was Comics betraf. In Amerika waren es vor allem die Superhelden, insbesondere aus dem Hause DC, doch zunehmend auch aus dem zukünftigen Marvel, das damals noch Timely hieß. Dies hatte zu nicht geringem Anteil mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun und dem Eintritt der USA in diesen Krieg. Denn die Comics wurden zügig zu mutmachenden Publikationen, deren Superhelden sogleich loslegten, um gegen Hitler zu kämpfen. Vor allem Captain America hatte mit den Nazis ein Hühnchen zu rüpfen. Diese Comics waren auch an der europäischen Front beliebt, wie auch in der pazifischen Arena. In dieser temporären Übereinstimmung mit den propagandistischen Organen des eigenen Landes erfuhren amerikanische Comics einen massiven Auftrieb und wurden zu einem geförderten Phänomen. Doch nach dem Kriegsende fielen die Superhelden schnell in Ungnade. In den 50ern wollte man, dass die amerikanische Gesellschaft sich auf konservative und christliche Werte besinnt. Bei näherer Betrachtung lässt sich feststellen, dass in den USA bereits in 1949 die ersten Zensurmaßnahmen gegen Comics stattgefunden hatten. Die Kunstform wurde von konservativen Politikern als unchristlich und gänzlich jugendgefährdend eingestuft. Aber noch in 1954 fanden öffentlich Anhörungen zu diesem Thema statt. Hierbei waren es nicht unbedingt die gutmütigen Superhelden, die im Mittelpunkt der Hexenjagden standen. Den repressiven Ball brachten vielmehr die neu aufkommenden und bei den Jugendlichen populären Horror- und Mystery-Geschichten ins Rollen. Für Jahre litt die gesamte Verlagslandschaft massiv unter den Anfeindungen der Politiker und allerlei Weltverbesserer. So schrieb der Psychologe Frederick Wertham ein ganzes Buch zu diesem Thema und argumentierte, dass Comics dazu beitragen, dass Jugendliche gewalttätig werden. Es fällt auf, dass jede Generation irgendetwas besitzt oder tut, das konservative Politiker und bigotte Speichellecker in einen Non-Sequitur-Trugschluss stellen. Hierbei versucht man stets zu belegen, dass Gewalttaten auf das zurückgehen, was ein Kiddie im Regal stehen hat. Damals in den 50ern waren es eben Comics, 10 Jahre später war es Rock'n'Roll. In den 70ern waren es Horrorfilme und in den 80ern waren es dann schließlich die Computerspiele. Ein Argument, das noch immer gerne aus der Mottenkiste geholt wird, wenn es sich nicht gerade anbietet, einen Amoklauf auf die Musik von Rammstein zu schieben oder die Filme von Quentin Tarantino. All diese Anschuldigungen entbehren jeglicher Grundlage und sind nur ein stetiger Beleg für die Unehrlichkeit und Denkfaulheit solcher Politiker und Lobbyisten. Ich finde auch, dass bei näherer Betrachtung häufig auch zutage kommt, dass allerlei Elternvereinigungen und Interessensvertretungen da ihre Suppe mitkochen. Es fällt auf, dass in all den Jahrzehnten nie zur Sprache kommt, welche Rolle die Eltern in solchen Zwischenfällen füllen. Die sind stets außen vor. Die tun ja angeblich schon so viel.
Man kann nicht erwarten, dass sie auch noch dafür sorgen, dass das Kind kein Krimineller wird. Doch für unsere Geschichte ist all das deshalb von Interesse, weil die Anti-Comics-Umtriebe damals auch über den großen Teich nach Europa herüberschwappten. Zuerst nach Frankreich. Damals arbeitete man sich an allerlei Details ab und kritisierte solche Dinge wie die muskulöse Nacktheit eines Tarzan, die man als jugendgefährdend betrachtete. Einer der Wortführer dieser Bewegung war der Politiker René Maillet, der der sogenannten radikalen Partei angehört hatte. Die politische Deutungshoheit über Comics teilten sich in Frankreich damals zwei recht unterschiedliche Ideologien, die hier aber einen gemeinsamen Boden fanden, die Kommunisten und die Katholiken. Ihre politischen Gesetzesgeber hielten die mehrheitlichen Sitze eines entsprechenden legislativen Gremiums, das seit 1949 die rechtlichen Rahmenbedingungen für Comics-Publikationen regelte. Dies führte zu allerlei Zensurmaßnahmen und gerade die häufig gewagten und abenteuerlustigen belgischen Comics riskierten in den frühen 50ern von den Franzosen gänzlich verbannt zu werden. Tarzan war nicht das einzige Opfer dieser Beschränkungen. Maurice und Ghost Genie wurden mit unmissverständlichen Worten angehalten, bei ihrem Lucky Luke etwas runter vom Gas zu gehen, da die Zensoren der Meinung waren, der Comic gehe zu nonchalant mit der Gewalt um. Heute käme man nicht auf die Idee, ausgerechnet den stark karikierten Lucky Luke für gewaltverherrlichend zu halten. Doch das Gesamtbild dieser Hexenjagden ist aus einem ganz anderen Grund recht schief. Denn als im Juli 1949 in Frankreich ein entsprechendes Publikationsgesetz zum Schutze der Jugend verabschiedet wurde, hatte sich sogleich ein entsprechendes politisches Komitee gegründet, mit dem Ziel, hier eine gesetzeskonforme Interessensvertretung ins Leben zu rufen und proaktiv im Sinne einer Selbstkontrolle auf die Künstler einzuwirken. Das tat man auch kräftig, stets auf der Suche nach verborgenen pornografischen Botschaften und moralisch zweifelhaften Protagonisten. Nun war es allerdings so, dass eine dominierende Rolle in diesem Komitee Mitarbeiter von Cœur Vaillant spielten. Heute lässt sich relativ schnell belegen, dass die ganze Sache auch eine Farce war, denn es ging vielmehr darum, den stetigen und äußerst dominanten Zustrom aus amerikanischen Comics zu hemmen. Gerade Cœur Vaillant klagte unentwegt, dass sie systematisch vom Markt verdrängt wurden, wenn weiterhin in Frankreich so viele Comics aus den USA herausgegeben wurden. Natürlich gab es auch eine Moralkeule gegenüber den einheimischen Autoren, ob nun mit aufrichtigen Bedenken der Zensoren oder um damit dem Verdacht aus dem Weg zu gehen, dass man es nur auf amerikanische Verlage abgesehen hatte. Ein politisches Geschmäckle hatte das Ganze auf jeden Fall. Lucky Luke ist zum Beispiel ein weiterer Comic-Sohn Belgiens, doch im Kern ist die Figur tief amerikanisch. Gerade Maurice war ein großer USA-Fan und stark von den amerikanischen Comics inspiriert. Und gerade das wird den Katholiken und den Kommunisten unter den Zensoren gleichermaßen aufgestoßen sein. Dies war also eine interessante Situation, denn die Zensur wütete vor allem in Frankreich, wo jedoch vor allem belgische Comics den Markt beherrschten. Der französische Markt war demografisch deutlich größer als der belgische und so lebten die meisten der belgischen Zeichner und Herausgeber vor allem von der französischen Münze. Natürlich kam auch Tintin unter das Mikroskop. Doch hier muss man feststellen, dass Hergé von diesen Problemen nicht ganz so stark getroffen wurde wie die jungen Wilden der nächsten Zeichnergeneration. Dass Tim und Struppi gänzlich asexuell und ideologisch inzwischen gänzlich bereinigt waren, half Hergé dabei immens. Und schließlich waren Redakteure des Cœur Vaillant, eines seit den 30ern treuen Abnehmers von Hergé, in diesem Gremium mit drin. Es ist vermutlich nicht falsch zu sagen, dass Hergé von den Umtrieben und der Politisierung der Comics sogar ein wenig profitiert hatte, denn es sicherte dem Tintin-Magazin und Cœur Vaillant weiterhin einen stabilen Marktabschnitt. Das Jahr 1953 mutet auf jeden Fall wie eine Zeit an, in der sich Hergés professionelles Leben relativ stabilisierte. Wie bereits im letzten Video geschildert, fielen die Jahre 51 und 52 vor allem durch Hergés Abwesenheit auf, bedingt durch seine Depressionen und seine etwas unberechenbare Art und Weise. Dennoch hatte Hergé 1952 durchaus gearbeitet, doch seine etwas spärlich eingesetzte Zeit galt vor allem den Wiederauflagen von Yo, Jette und Yoko. Hierzu hatte er detaillierte neue Titelseiten angefertigt.
Die neu aufgelegten Bände, wie stets bei Castermont erschienen, liefen gut und Hergé schrieb im selben Jahr an den Verlag: Ich habe Ihren Brief mit den ungefähren Zahlen für die Tantiemen erhalten und war total platt. Mit den neuen Covern hatten sich die Verkaufszahlen für Jo, Jette und Joko fast verdoppelt. Für seine beiden Teams beim Tintin Magazin und im Studio Hergé war das eine beunruhigende Zeit, da niemand so recht wusste, wie Hergé in der darauffolgenden Woche funktionieren würde. Pierre Azulin schreibt, dass in jenen Monaten es eigentlich nur Marcel Deailler war, der ein wenig zu dem eher introvertiert gewordenen Hergé vordringen konnte. Die beiden waren sogar zusammen Zelten gefahren. Camping war etwas, das Hergé sehr behagte, da es ihn an seine Jugendjahre bei den Pfadfindern erinnerte. Es spricht einiges dafür, dass Deailler ein wenig anders mit Hergé sprach als die restliche Belegschaft. Bei einem Anlass fuhr er ihn sogar an mit den Worten, Hergé soll einfach gehen oder helfen. In einem Brief schrieb Deailler an Hergé später versöhnlich und erklärend, Zitat, gibt es denn eine größere Enttäuschung, als den eigenen Mentor scheitern zu sehen? In 1953 waren die Verkaufszahlen des Tintin-Magazins äußerst gut. Das Heft existierte bereits in einer belgischen, französischen und niederländischen Ausgabe. Damit wurden zusätzlich auch Verkaufsgebiete der Benelux-Staaten und der Schweiz abgedeckt, aber auch zum Beispiel Kanada. Dass die Geschäfte gut liefen, hatte sicherlich auch ein wenig mit dem besagten Zensurkrieg zu tun, der in Wirklichkeit ein kleiner Comics-Wirtschaftskrieg mit nationalen Interessen war. Und Tintin profitierte davon dank seines katholischen Renommees. Doch diesen Punkt sollte man nicht überbewerten, das wäre reine Legendenbildung. Denn in Wirklichkeit war es eine ganz andere Geschichte, die für den stetigen Aufschwung des Tintin-Magazins verantwortlich war. Die Tintin-Coupons. Dies waren die Geburtsjahre moderner Marketing-Ideen, nicht selten aus den USA abgeschaut. So konnte man in mehreren Zeitschriften damals einen Gutschein für das Tintin-Magazin finden, wie auch bei bestimmter Markenkonfitüre oder Schokolade. Allein im ersten Jahr wurden über 200 Millionen dieser Gutscheine gedruckt. Als Kind musste man einige Gutscheine sammeln und erhielt zum Beispiel eine Ausgabe des Tintin-Magazins umsonst, eine Freude, die Eltern den Kindern gerne machten. So wurden die Haushalte natürlich erfolgreich mit tausenden Ausgaben des Tintin-Magazins geflutet, und das wiederum führte zu wachsenden Abozahlen. Hergé hatte sich in diesem Jahr gut im Griff. Er arbeitete an dem Mondabenteuer und produzierte fleißig eine Seite nach der anderen. So verlängerte er in 1953 auch seinen Vertrag mit Raymond Leblanc auf 30 Jahre. Im Tintin-Magazin verlagerte sich Hergés Geschichte auf die letzte Seite des Heftes. Dies war ein Platz, der in den Jahren davor Edgar Pierre Jacobs gehört hatte. In der zweiten Hälfte der Geschichte, später dann als eigener Band unter dem Titel On a marché sur la Lune, in Deutschland bekannt als Schritte auf dem Mond, befinden wir uns im Weltraum auf dem Weg zu unserem Trabanten, dem Mond. Hier galt es für Hergé unentwegt, über die damals bekannten naturwissenschaftlichen Fakten nachzudenken. Hierzu hatte Hergé natürlich seinen vorrangigen Ansprechpartner, den Wissenschaftler Bernard Euvellement. Wir hatten in der letzten Folge auch über die umfassende Konsultation gesprochen, die sich damals Hergé in Paris von dem bekannten Raumfahrtexperten Alexandre Ananov einholte. Doch für die unmittelbaren, zeitnahen Fragen hatte Hergé Euvellement. Von ihm stammte schließlich das gesamte Sujet. Hier kommen wir wieder mit einigen interessanten Details in Berührung. Euvellement und Hergé waren wirklich gute Freunde. Das machte sich gerade daran bemerkbar, dass Hergé von Euvellement nichts umsonst wollte, sondern stets bemüht war, die Beratungsleistungen gut zu bezahlen. Euvellements Biografie ist ein wenig rätselhaft und ich muss mich etwas aus dem Fenster lehnen, um gewisse Widersprüche darin unter einen Hut zu packen. Alles Folgende ist also unter Vorbehalt gesprochen angesichts dessen, dass die Quellen hier sehr spärlich sind und ein wenig widersprüchlich. Euvellement wurde nach dem Kriegsausbruch wohl in die Armee eingezogen. Und ganz ähnlich wie Hergés Bruder Paul kam er so in die deutsche Kriegsgefangenschaft. Von der soll er 4 Ausbruchsversuche unternommen haben, wurde jedoch nach einiger Zeit entlassen und kehrte als freier Mann nach Belgien zurück. Hier schrieb er das bereits in der letzten Episode erwähnte Buch L'homme parmi les étoiles,
In 1942 begann er, eine Wissenschaftskolumne für Le Soir zu schreiben, und dort lernte er auch Hergé kennen. Noch während der Okkupation wurde er von den Deutschen aus dem Verkehr gezogen. Sein betont humanistisches Schreiben war ihnen dann doch zu suspekt. Dennoch musste sich nach dem Kriegsende auch Evelmont der belgischen Justiz stellen, eben wegen seiner Arbeit für das gestohlene Le Soir. Ähnlich wie mit Melkebeke verband Hergé mit Evelmont, den die beiden Bib nannten, sicherlich auch die gemeinsame Erfahrung der Nachkriegszeit. Sie alle mussten sich der Entnazifizierung stellen und dem öffentlichen Spott, wenn dieser bei Evelmont vermutlich nicht so stark ausgefallen war wie bei Hergé und nicht so streng wie bei Melkebeke, der letztendlich als einziger in diesem Trio ernsthafte Gefängniszeit in Kauf nehmen musste. Bernard Evelmont war ein abenteuerlustiger Charakter, und das bedeutete auch, dass er in seiner Lust an neuen Entdeckungen manchmal das kritische Denken eines Wissenschaftlers vernachlässigte. Heute wird seine Arbeit eher kritisch gesehen. Viele seiner Ideen werden heute als Sackgassen und letztendlich als Pseudowissenschaften angesehen. Doch er muss ein außerordentlich stimulierender Zeitgenosse gewesen sein. Gerade die Kryptozoologie, die oft im Mittelpunkt seiner Betrachtungen stand, also die Suche nach mythischen Kreaturen wie das Loch Ness Monster, der rätselhafte Yeti oder der Bigfoot, all das mochte nicht gerade seriös sein. Doch man kann verstehen, warum für Hergé Bernard Evelmont eine so reichhaltige Quelle an Ideen war. Auch die Idee mit der Mondreise stammte letztendlich von ihm. Evelmont und Melkebeke hatten bereits in den 40ern Hergé das Skript angeboten. Hergé fand es interessant, wenn er auch deutlich machte, dass ihm die spezifische Story nicht besonders gefiel. Doch gerade zu jener Zeit befand er sich durch Überarbeitung und Stress am Rande eines Nervenzusammenbruchs und hatte nicht den Mut, ein so großes Projekt anzupacken. Damals hatte sich Hergé lieber dafür entschieden, die alte und abgebrochene Erdöl-Arabien-Geschichte zu remixen. Hergés Erklärung, weshalb er Bibbs und Melkebekes Drehbuch abgelehnt hatte, war auch interessant. Hergé fand, dass die beiden zu sehr versucht hatten, wie Hergé zu klingen. Die ganze Geschichte mutete wie ein Pastiche an. Doch Hergé war eher daran interessiert, seine Gestalten zu verjüngen und ihnen eine zusätzliche Tiefe zu verleihen. Doch das musste er eben selbst tun. Melkebekes und Evelmonts ursprünglicher Entwurf für das Mondabenteuer richtete sich vielmehr gegen den modernen Nachkriegskapitalismus. Die Handlung spielte sich überwiegend in den USA ab, wo Professor Fossil, den wir in Der geheimnisvolle Stern kennengelernt haben, als der Antagonist auftritt, der die Pläne für die Mondrakete an den Meistbietenden weitergeben möchte. Damit will er den Kauf eines exotischen Riesendiamanten finanzieren, um diesen dann der berühmten Schauspielerin Rita Hayworth zu schenken. Es wundert nicht, dass sich Hergé auf eine so holprige Geschichte nicht gerade gestürzt hatte. Tatsächlich besitzen die beiden Mondbände Referenzen zu vorangegangenen Tim und Struppi-Heften, doch eben nicht zu Der geheimnisvolle Stern, sondern vor allem zu König Ottokars Zepter und letztendlich auch ein wenig zu Im Reiche des schwarzen Goldes, hier in Form von Schulze und Schulze, die an Bord der Rakete einen Rückfall ihrer rätselhaften Krankheit bekommen, die sie sich damals in Arabien eingefangen haben, als sie dummerweise die in der Wüste gefundenen Tabletten verschluckt haben, in der Annahme, es handle sich um Aspirin. Weil, naja, es stand ja Aspirin drauf. Wir wissen alle, dass es eben Menschen gibt, die immer das tun, was ihnen das Gedruckte sagt. Es muss ja wahr sein, es stand doch in der Zeitung. Die Sache mit Evelmont hat ein interessantes Detail, das tief blicken lässt. Hergé hatte sich stets sehr freimütig dazu bekannt, dass Evelmonts Einfluss auf die Geschichte mit der Mondfahrt immens war. Während der Jahre, die er an Reiseziel Mond und Schritte auf dem Mond gearbeitet hatte, konsultierte Hergé den Forscher unzählige Male und er machte keinen Hehl daraus. Das allerdings stieß einigen seiner Kollegen durchaus auf. Insbesondere jenen, die mit ihm für das Tintin-Magazin oder im Studio Hergé gearbeitet haben. Warum? Nun, Hergé war dafür berühmt, dass er Ideen vereinnahmte und absolut keine Referenz über den Ideengeber zuließ, sozusagen keine Credits. Er hatte es selbst stets zugegeben, dass er oft eine Stunde später kaum noch wusste, von wem eine bestimmte Idee stammte, doch wie ein Schwamm sog er die Ideen um ihn herum auf und verarbeitete sie bei Tim und Struppi. Ein wenig Sarkasmus kann man da bei den Kritikern verstehen. Pierre Assouline schreibt bissig,
Wenn Bernard Heuvelmans ein fester Mitarbeiter des Studios Serge gewesen wäre, hätte vermutlich kaum jemand von seinem großen Beitrag zu beiden Bänden erfahren. Hergé machte keinen Hehl daraus, dass in allen Angelegenheiten rund um Tintin immer nur ein Name als Urheberschaft zur Verfügung stand, Hergé. Daran hat sich Edgar B. Jacobs die Zähne ausgebissen, genauso wie Melke Baker und jeder andere, der eine größere Anerkennung gefordert hatte. Was die unmittelbare Arbeit an Schritte auf dem Mond betrifft, so stand für Hergé fest, dass sich dieser Band an den neuesten Erkenntnissen der Astronomie und der noch äußerst jungen Raumfahrttechnik orientieren würde. Doch niemals auf Kosten der Geschichte. So finden wir in diesem Band durchaus gravierende Fehler, was die Darstellung des Weltraums und der physikalischen Begebenheiten betrifft. Und diese Fehler sind nicht unbedingt ein Versäumnis, sondern eine bewusste Entscheidung Hergés. Hergé verstand schon damals etwas, das bis heute gleichermaßen gültig ist. Wer Science Fiction verfasst, die sich vollständig und bedingungslos der naturwissenschaftlichen Korrektheit verschreibt, der kreiert vermutlich etwas relativ Fades und Langweiliges. Naturwissenschaften eignen sich selten für echtes Drama. Oder sie tun es nur in einem sehr begrenzten Maße. Doch Geschichtenerzähler wollen immer das gewisse Etwas, eben ein wenig mehr von dem Gewürze im Rezept. Eben die typische Frage, was wäre wenn? Und das setzt fast immer voraus, die strenge, mechanistische Blickweise des Wissenschaftlers aufzugeben. So war es Heuvelmans, der Hergé korrekt geraten hatte, zu zeigen, wie der Whisky aus Kapitän Haddocks Glas sich in der Schwerelosigkeit zu einer schwebenden Kugel verformte. Eine korrekte Darstellung eines Sachverhalts, den damals unter der allgemeinen Bevölkerung vermutlich so gut wie niemand gekannt hatte. Doch natürlich war es unsinnig, dass der relativ überschaubare Asteroid Adonis sich den betrunkenen Kapitän als einen Trabanten schnappen würde. Die Schwerkraft eines Objekts von solcher Größe ist so gering, dass dieser Prozess vermutlich Monate oder Jahre dauern würde. Doch Hergé war einfach dieser Gag wichtig und er setzte ihn in vollem Wissen um, dass dies nicht den physikalischen Regeln der Himmelsmechanik entsprach. Ebenso wusste Hergé, dass es unmöglich wäre, tagelang auf der sonnenzugewandten Seite des Mondes mit einem durchsichtigen Helm zu spazieren. In Wirklichkeit wäre ein solcher Helm mit leistungsfähigen Schutz- und Polarisationsfiltern versehen, wie eine verspiegelte Sonnenbrille. Das aber wäre für Hergé äußerst unpraktisch gewesen, denn die meiste Zeit dieses Bandes halten sich die Protagonisten in Raumanzügen auf und natürlich war es wichtig, sofort zu sehen, wer in welchem Anzug steckte. Auch erleben wir, dass nur wenige Minuten nach der Ankunft auf dem Mond Tim und Haddock Zeugen eines Meteoriteneinschlags werden, der einen kleinen Krater hinterlässt. Eine naheliegende Idee, da unser Mond so sehr mit Kratern übersät ist. Doch in Wirklichkeit wäre das ein sehr unwahrscheinliches Ereignis, da diese Einschlagskrater über einen Zeitraum von sehr vielen Millionen Jahren entstanden sind. Die andere, häufig genannte Falschaussage in diesem Heft besteht darin, dass Tim auf dem Mond in einer unterirdischen Höhle gefrorenes Wasser findet. Ich finde aber, dass dies ein nachvollziehbarer Fehler ist, da die These, auf dem Mond befände sich Wasser, in den 50ern durchaus verbreitet war und für Hergé war das eine dankbare Spekulation, die er gerne aufgegriffen hatte, da sie ihm die Möglichkeit bot, die Geschichte interessanter zu zeichnen. Angesichts dessen, dass sich unsere Helden auf einem steinigen Himmelskörper befanden, wo eigentlich nicht so viel los ist. Aber natürlich hätte diese Entdeckung viel besser zu Mars gepasst, aber das wissen wir auch erst seit wenigen Jahren mit Gewissheit. Und doch muss ich auch sagen, dass diese Feststellung heute eine neue Revision vertragen kann. Es stimmt schon, dass der Mond als ein extrem trockenes Gestirn gilt und riesige Höhlensysteme mit vereisten Gletschern gibt es dort sicherlich nicht. Aber ein wenig gilt Hergé und Heuvelmans bei diesem Thema als rehabilitiert. Denn im Jahr 2008 ist es Forschern gelungen, aus ursprünglichen Apollo-Gesteinsproben H2O zu extrahieren, mit einem Anteil von 0,0046 Einheiten. Und ein Jahr später gab NASA im Zuge der LCROSS-Mission bekannt, dass nun definitiv damit zu rechnen sei, dass sich auf dem Mond beachtliche Wasservorkommen befinden, nur eben als ein molekularer Bestandteil unterschiedlicher Gesteinsformen. So wird längst an Projekten gearbeitet, die es einer permanenten Mondstation erlauben würden, von der irdischen Wasserversorgung unabhängig zu sein und direkt aus dem Mondgestein echtes Mondwasser zu gewinnen. Das ist eine posthume Genugtuung für Hergé, denn die Sache mit dem Eis auf dem Mond wurde in den darauffolgenden Jahren stets am häufigsten als ein
unwissenschaftlicher Fehltritt Hergés genannt. So wie es aussieht, hatten die Herren Remy und Evelmar so ganz unrecht, aber nicht. Hergé war auch bei dem Thema Sauerstoff nicht nachlässig. Die Verhältnismäßigkeit aus realistischer Menge an mitführbarem Sauerstofftanks und der dadurch verfügbaren Reisezeit war etwas, das in dieser Geschichte eine starke Rolle spielte. Dies war aber ein lohnenswerter Realismus, denn Hergé konnte hieraus eine neue dramatische Komponente erschaffen. Die verstreichende Zeit und ein Gefühl von Dringlichkeit machen einen Teil der Spannung aus. In manchen Fällen ist also die Treue an die wissenschaftlichen Fakten nicht ein Rezept für eine langweilige Geschichte. Interessant finde ich auch, dass die Rakete nicht nur startet, sondern in einem Stück landen kann. Dies war vermutlich etwas, das in den darauffolgenden Jahrzehnten die Ingenieure eher verneint hätten. Und in der Tat fand bis heute die Landung von Weltraumvehikeln entweder in Form von Kapseln statt oder in den Jahren der Space Shuttle-Missionen eben durch einen atmosphärischen Gleitflug. Die eigentliche Rakete war etwas, das häufig während des Starts in einzelne Stufen zerfiel und zurück zur Erde stürzte. Doch ironischerweise beginnt heute im Zeitalter von Elon Musk auch dieser Aspekt eine starke Revision zu erfahren. Das vertikale Landen von Raketen und die damit verbundene Wiederverwendung ist etwas, das gegenwärtig recht erfolgreich getestet wird. Was Schritte auf dem Mond betrifft, ist die Raumfahrtgeschichte letztendlich auf der Seite von Hergé. Ausgerechnet der etwas spießig anmutende Frank Wolf, Professor Beanleins Mitarbeiter und Mitastronaut, stellt einen extrem spannenden Wendepunkt in Hergés Weltbild und Schaffen dar. Und dies ist auch keine Spekulation, denn Hergé selbst hatte sich dazu mehrfach geäußert. Ich muss an dieser Stelle ein wenig hart spoilern, doch Frank Wolf ist das einzige Todesopfer dieser gefährlichen Weltraummission. Der Mond-Doppelband ist zugleich auch eine Agentengeschichte, in der bordurische Spionen versuchen, die technischen Spezifikationen der Mondmission an sich zu reißen und vorzugsweise die gesamte Rakete entführen wollen. Frank Wolf wird von ihnen erpresst und verrät somit das Team. Doch am Ende, als die verbleibende Luft an Bord der Rakete auszugehen droht, opfert sich Wolf, indem er heimlich in eine Luftschleuse klettert und sich in den Weltraum schleudern lässt. Dies wurde von Hergé durchaus behutsam umgesetzt. Wie die aufmerksamen Zuseher dieser Videoreihe sicherlich wissen, können wir bei Tim und Struppi die Anzahl von Toten auf einer Hand abzählen. Wolfs Selbstmord ist ein heroischer Akt der Erlösung. Die Angelsachsen haben dafür das wundervolle Wort Redemption, für das die deutsche Sprache kein richtiges Äquivalent hat. Hergé dachte, dass dies eine vertretbare Wendung in der Handlung ist, angesichts der moralischen Unbedenklichkeit des Ganzen. Doch da hatte er zuerst die Rechnung ohne Wirt gemacht. Frank Wolf hinterlässt eine Nachricht, in der er seine Tat erklärt. Als dies so im Tintin-Magazin erschien, löste es eine hitzige Diskussion aus. Die belgischen Katholiken sahen sich noch immer als die historisch bestellten Wächter über der Moral von Tim und Struppi. Und die Darstellung eines Selbstmords erschien an dieser Stelle hochproblematisch. Insbesondere, da gerade in dieser Zeit die besagte Zensurbehörde solche Comics gerne indizierte. Hergé fühlte sich zu energielos, um den Kritikern wirklich die Stirn zu bieten. Der Castermans Verlag, der gelegentlich einen Mangel an Rückgrat zeigte, legte Hergé nahe, dieses Problem für die Bandveröffentlichung irgendwie zu beheben. Doch das Ableben von Wolf war schwer zu umgehen. Zumindest was den Geschichtsablauf oder den Handlungsablauf dieser Story betraf. Am Ende einigte man sich an einem etwas anderen Text in Wolfs Abschiedsbrief mit der vollkommen absurden Zeile: Vielleicht wird mich jetzt noch ein Wunder retten und mir zum Überleben verhelfen, damit das Ganze nicht zu deprimierend anmutete. Vollkommener Schwachsinn. In der deutschen Version war man sich dieser Unverdaulichkeit bewusst und in der Übersetzung schwächte man dies deutlich ab, sodass der besagte Satz nur noch lautete: Mich kann jetzt nur noch ein Wunder retten. Hergé war vermutlich froh, dass er das Problem mit nur einer Textzeile beheben konnte, doch die Angelegenheit reifte und fermentierte in ihm weiter. Er, der an dieser Stelle ein vollblutiger Wahrheitssuchender geworden war, erkannte endgültig, dass letztendlich auch die Kirche eine fehlerbehaftete Organisation war, die bereit war, auf unlogischen Nonsens zu beharren, solange es nur ihrer Doktrin entsprach. Und an dieser Stelle fand er, dass man versuchte, seine Leser zu infantilisieren.
Für Hergé war dies eine einschneidende Erfahrung und er würde sich nie wieder von der Kirche für irgendetwas einspannen lassen. Ich wäre sogar nicht überrascht, wenn Hergé in seinen letzten Jahren heimlich Buddhist geworden war, doch zumindest löste er sich als Christ stark aus dem katholischen Dogma heraus und stellte seinen Glauben in einen mehr spirituellen Kontext, fern der verkrusteten Ansichten der erzkonservativen Mittelschicht. Er war zu diesem Zeitpunkt 46 Jahre alt. Eine lange Reise, um sich aus etwas zu befreien, in das er so bedingungslos hineingeboren wurde. Alors, objectif fini, on a marché sur la Lune. Il y a une chose ridicule lors d'un vol, c'est la fin où Paul se sacrifie. Il écrit un billet sur lequel il y a marqué avoir ouvert la porte extérieure, etc., etc. Quand vous les laissez, vous aurez quitté la fusée, mais j'espère. Quant à moi, peut-être un miracle me permettra-t-il d'en réchapper aussi. Ça, c'est l'intervention des pères de l'Église. Convoqué de toute urgence par la maison Casterman, parce qu'il s'agit d'un suicide. Le suicide n'est pas admis par notre Sainte Église. Et M. Wolf se suicide. Non, il se sacrifie. Non, il se suicide. Mais c'est un suicide, un sacrifice. Bon, ça n'est pas permis. Là, Jésus-Christ, il s'est fait crucifier, qui s'est suicidé. Somme toute, c'est ça. Non, c'est sacrilège, gros sacrilège. J'ai cédé finalement en disant je vais passer pour un imbécile, enfin il faut en sortir, c'est trop bête, c'est trop bête. Alors je dis, aussi, vive l'Église. Vive l'Église, dans ce cas-là, peut-être un miracle. Il n'y a pas de question de miracle, ça c'est évident. Il faut être après, il s'intéresse à un visage, tout ce que vous voulez, le type est condamné. Schritte auf dem Mond zählt zu einem der ambitioniertesten Projekte, die im Studio Hergé umgesetzt wurden. So überrascht es nicht, dass die Erstellung dieser Geschichte ein starkes Teamwork war. Bob Desmore hatte hier eine wahrhaft titanische Arbeit geleistet, denn es ist anzunehmen, dass sämtliche Mondlandschaften, Weltraumszenen wie auch viele der Innenansichten des Raumschiffs von ihm gezeichnet wurden, während Hergé sich nur auf die unmittelbaren Protagonisten spezialisierte. Josette Bojo hatte die Landschaften koloriert, was hier eine Menge Arbeit war, denn dieser Band ist voll mit aufregenden Vistas der Mondoberfläche. Zu diesem Zeitpunkt darf man sich das vermutlich so vorstellen, dass Josette Bojo bereits einem kleinen Team aus Koloristinnen vorsaß, die nach ihren Anweisungen die zahlreichen Bildplatten färbten. Zumindest deuten das diverse Fotos aus jener Ära an. Ich konnte zumindest herausfinden, dass fast zeitgleich mit Josette Bojo auch die damals erst 18-jährige Koloristin Monique Laurent im Studio eingestellt wurde. Weitere Koloristinnen, die schon bald dazu stießen, waren France Ferrari und Nicole Tenin. Wie bereits in der letzten Folge geschildert, stammten die Inspirationen zur Mondoberfläche überwiegend von dem Wissenschaftsgrafiker Chesley Bonestell zu dem damals populären Buch des Raumfahrtpioniers Willy Ley. In 1952 gab es noch keine detaillierten Fotos der Mondoberfläche und so war man gezwungen, die Details ein wenig zu deduzieren und zu raten. Hergé und Bob Desmore haben sicherlich einige der Bergrücken etwas zu zackig gezeichnet, verglichen damit, wie wir Jahrzehnte später die Mondoberfläche auf Fotos gesehen haben. Wir wissen heute, dass die Mondoberfläche eine Spur langweiliger ist, als es in diesem Band der Fall ist. Doch im Großen und Ganzen sind dabei tolle atmosphärische Bilder entstanden, die durchaus realistisch sind. Es gibt natürlich starke Unterschiede zwischen der Fortsetzungsversion im Tintin Magazin und der endgültigen Ausgabe. Der größte Unterschied hat natürlich mit den großen Bildern zu tun. In der wöchentlichen Fortsetzung konnte man mit den pompösen Bildern nicht so ausladend sein, denn zu jenem Zeitpunkt erschien im Tintin-Magazin Tim und Struppi nur noch auf einer Seite pro Ausgabe, verglichen mit der Doppelseite in den Tagen des Sonnentempels. Später dann, für den Casterman-Band, zeichnete Bob Desmore und Hergé einige sehr große Bildplatten nach, die den atmosphärischen Effekt des weiten Weltraums unterstreichen sollten. Doch umgekehrt besitzt die Fortsetzungsversion im Tintin-Magazin allerlei Details, die dann aus der Druckversion von Casterman verschwunden sind.
So ist die bekannte Szene, als Kapitän Haddock betrunken in einen Raumanzug steigt, das Raumschiff verlässt und langsam vom Asteroiden Adonis angezogen wird, in der Magazinversion etwas komplexer. Ich war erstaunt zu sehen, dass dort nicht Tim allein aus dem Raumschiff klettert, sondern dass Frank Wolf mit dabei ist. Eine weitere Streichung fand bei einer wirklich gruseligen, technisch jedoch etwas unklaren Szene statt. Als nämlich die Schulzes einen Rückfall ihrer rätselhaften Krankheit bekommen, ist Kapitän Haddock mit dem Beseitigen der riesigen farbigen Bartreste überfordert, da der Bart der Schulzes schneller nachwächst, als sie geschnitten werden kann. Das Raumschiff hat aber kleine Müllentsorgungsschleusen. So beginnt der Kapitän, die Bartreste dort zu entsorgen, merkt aber nicht, dass Struppi es sich in den abgeschnittenen Bärten bequem gemacht hat. So ventiliert der Kapitän den armen Struppi beinahe in den Weltraum. Tim kann ihn in letzter Sekunde retten. Irgendwie kein Wunder, dass diese Sequenz gestrichen wurde, zumal sich auch keiner die Mühe gemacht hatte, irgendwie den technischen Prozess der Müllschleuse dahinter sichtbar zu machen, was diese Szene ein wenig unbefriedigend macht. Und es ist ja auch so grausam. Bei der Landung auf dem Mond verwendeten Bob Damore und Hergé bei der Magazinversion eine andere Hauptbildplatte als im Band. Hier gefällt mir allerdings die ursprüngliche Darstellung etwas besser. Einige Veränderungen fanden lediglich auf der Ebene der Kolorierung statt, also zusammen mit Josette Bourgeau, gut sichtbar zum Beispiel bei diesem Bildvergleich. Tim und Haddock wollen Struppi retten, der auf dem Mond in einen Felsspalt gefallen ist. Dies ist eine der eher seltenen dunklen Zeichnungen mit starken Schattenflächen. Interessant ist hier, dass in der ursprünglichen Kolorierung im Tintin-Magazin hier auf ein dunkles Patina-Grün im Hintergrund gesetzt wurde, während man dies im darauffolgenden Jahr für die Castermont-Version mit einem eher konventionellen Gelbbraun umsetzte, was mehr dem gesamten Look der Geschichte entsprach. Eine weitere Veränderung der Farbpalette fand bei der Mondraupe statt. Das coole Fahrzeug, mit dem das Team längere Ausflüge auf dem Mond unternehmen kann, erschien in der Originalversion in einem schockierenden Gelb. Für die Customer-Ausgabe wurde das auf Lavendelblau geändert, angeblich weil diese Farbe besser die solare Strahlung absorbieren würde. Doch die mit Abstand größte Streichung fand bei einer Sequenz statt mit den Schulzes. Hier strich Hergé weit über 2 Seiten der ursprünglichen Ausgabe heraus, um so auf die nötigen 63 Seiten Band zu kommen. Die Schulzes gehen alleine auf Erkundungstour, soweit so gut, während das restliche Team wissenschaftliche Experimente betreibt. In Anspielung auf den Band im Reiche des Schwarzen Goldes, wo sich die Schulzes massiv in der Wüste verlaufen und schließlich im Kreise ihren eigenen Spuren folgen, wiederholt Hergé diesen Gag auf dem Mond, um den Schulzes und ihrer epochalen Dummheit ein wahrhaft kosmisches Monument zu widmen. Doch in der ursprünglichen Version ist es deutlich komplexer. Haddock und Tim ziehen los und suchen die beiden Detektive. Als sie sie dann gefunden haben, gibt es plötzlich Probleme mit dem Sauerstoffmix eines der beiden Schulzes, was dazu führt, dass sich dieser euphorisch wie ein Verrückter aufführt, eben unter einem Sauerstoffrausch. Dann greift der Tim an die Hüfte und zieht dessen Pistole aus dem Halfter. Halt, ich weiß, was du sagen möchtest und du hast absolut recht. Warum läuft Tintin mit einer Schusswaffe der Marke Colt auf der Mondoberfläche? Lassen wir nun das Detail beiseite, dass im Vakuum die Zündung eines klassischen Schießpulverprojektils vermutlich nicht möglich wäre. Doch genaueres Hinsehen zeigt, dass auch Haddock eine Pistole an seiner Seite hat. Sie scheinen sie sich vorsorglich umgeschnallt zu haben, nachdem ihnen die Schulzes über Funk durchgegeben haben, sie hätten fremde Spuren im Sand entdeckt, was natürlich in Wirklichkeit ihre eigenen Spuren waren. Hergé tat gut daran, die ganze Szene massiv zu verkürzen, da sie letztendlich auch nicht so viel zur Geschichte beiträgt. Ein interessantes, wenn auch penibles Detail gibt es dabei schon, denn, und da muss ich wieder stark spoilern, was wir nicht wissen, an diesem Punkt ist, dass Oberst Boris sich an Bord der Rakete versteckt hält und plant, zum geeigneten Zeitpunkt zusammen mit Wolf das Raumschiff zu kapern und damit zur Erde zu fliegen, während das Team um Beanline auf dem Mond verrecken soll. Tim gelingt es, das schließlich zu vereiteln. Er kann den bordurischen Spion entwaffnen und hält ihn mit seiner eigenen Pistole in Schach. Wie gesagt, es ist nur ein kleines Detail, aber in der Castermont-Version fragt man sich zu Recht, woher Tintin plötzlich eine eigene Pistole hat. In der längeren Magazin-Version trägt somit die Szene mit den Schulzes, die sich verlaufen haben und Probleme mit Sauerstoff erfahren, dazu bei,
dass die Leser wissen und verstehen, dass Tim und Haddock Schusswaffen an Bord des Raumschiffs mitgebracht haben. Dadurch wird zumindest die Pistole in Tims Hand im Finale der Geschichte ein wenig vorbereitet, so dass es dann nicht ganz so überraschend kommt. Aber das nur am Rande. Tintinologie bietet immer genug Anlass, sich in mikroskopischen Details zu verlieren. Alles in allem ist Schritte auf dem Mond eine deutlich straffere Geschichte als der großartige, aber auch arg entspannte Vorgänger Reiseziel Mond. Die Handlung ist weiterhin eine Mischung aus harter Science-Fiction kombiniert mit einem Geheimagenten-Plot. Die Geschichte bietet einige überraschende Twists, insbesondere natürlich die Präsenz von Oberst Boris an Bord des Raumschiffs, aber auch die Entdeckung der unterirdischen Höhlen unter der Oberfläche des Mondes. Etwas, das die gegenwärtige Forschung so nicht bestätigen kann, aber aufpassen, das könnte sich ändern, denn angeblich werden die Mondmissionen bald wieder weitergehen. Außer etwas wahnsinnig Wichtiges kommt wieder dazwischen, wie zum Beispiel systemrelevante Banken mit Steuergeldern freizukaufen und einige andere zivilisatorische Spielchen, die wir für wahnsinnig wichtig halten. Es liegt nahe, dass es nicht ganz einfach ist, hier drei Paneele als meine Favoriten auszusuchen, denn dieser Band ist erneut ein Volltreffer und eine der schönsten Abenteuerreisen, der man sich als junger Comicsleser überhaupt aussetzen kann. Und sogar im Erwachsenenalter hallt hier die Atmosphäre und ein kosmisches Fernweh mit. Ich finde ohnehin, dass Reiseziel Mond und Schritte auf dem Mond ein gutes Beispiel dafür ist, dass es nicht so sehr darauf ankommt, wie durchgeknallt oder aberwitzig eine Idee ist, sondern wie motiviert die Umsetzung ist. Erhält man die emotionale Logik der Charaktere und gibt sich mit etwas Hintergrundwissen entsprechende Mühe, werden auch die verrücktesten Sachen schnell glaubwürdig. Die Leser wollen schließlich den Traum glauben, es ist ein Teil ihrer abenteuerlustigen Identität. Meine Bilderwahl wird vermutlich sehr unoriginell sein, denn letztendlich unterliege ich dem Charme von Bob Damores Weltraumbildern, die hier alles andere übertrumpfen. Diesmal möchte ich ausnahmsweise das Titelbild des gesamten Bandes in die Auswahl nehmen. Wenn wir von Knabenträumen sprechen, so ist das hier vermutlich eine der schönsten Titelseiten der Comicsgeschichte. Dieses Bild ist zugleich auch noch ein weiteres Beispiel für die Farbkorrekturen, die zwischen der Erstausgabe für das Tintin-Magazin und der Gesamtausgabe bei Castermont stattgefunden haben. Tim, Beanlein und Wolf stehen im Kontrollraum der Rakete. Das ursprüngliche Bild setzt stark auf Farbe Grün, doch in der späteren Version ging man eben mehr zu braunen und rötlichen Tönen über. Zum Bild Nummer 3 muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Es spricht ausreichend für sich. Doch ich vermute, ich hätte auch einige ganz andere Bilder nehmen können. Das Angebot an großartigen Paneelen ist hier sehr reichhaltig. Ich bewerte diese Geschichte mit 5 Sternen Ultra, sozusagen die volle Punktezahl und etwas mehr. Dies ist eine der großen Geschichten dieser Comics-Ära und ein tolles, charmantes Meisterwerk. Dies ist keine allzu originelle Sichtweise, betrachten viele diesen Band als ihren Favoriten. Ich würde ihn in der Tat unter meinen Top 5, wenn nicht sogar Top 3 sehen. Der besondere Reiz von Schritte auf dem Mond geht über die zeichnerischen Qualitäten von Hergé und Bob Damore hinaus. Die Antwort liegt sicherlich darin, dass Hergé hier eine perfekte Balance findet zwischen dem üblichen Klamauk und einem gewissen Ernst, der dem gegebenen Anlass durchaus zusteht. Tintin wird zum ersten Menschen auf dem Mond und trägt damit zu einer der wichtigsten Geisteshaltungen der Nachkriegszeit, der Fähigkeit zu träumen. Etwas, das wir möglicherweise heute ein wenig verloren haben. Statt zu träumen, verbringen wir zu viel Zeit damit, anderen Leuten unsere Meinung aufzudrängen. Heute ist es ein wenig erstaunlich, dass Reiseziel Mond und Schritte auf dem Mond bei ihrem Erscheinen nicht ganz der Superhit waren, wie sie es heute sind. Wie gesagt, heute werden bei Rankings die beiden Mondromane häufig auf Platz 1 genannt. Doch bei ihrem Erscheinen sah das etwas anders aus. Sie waren nicht etwa ein Misserfolg, die beiden Castermont-Bände verkauften sich gut und finden bis heute stetigen Absatz.
Damals aber war das Klima etwas anders. Obwohl man mit demselben durchschlagenden Erfolg rechnete, der bereits bei Die letzte Einhorn und dem Sonnentempel bestanden hatte, war nun das Echo verhaltener. Es wird angenommen, dass dies damit zusammenhing, dass weite Teile der Fans von Hergé mit seinem erratischen Verhalten der vorangegangenen Monate unzufrieden waren. Gerade sein großes Verschwinden von der Bildfläche während der frühen Entstehungszeit von Reiseziel Mond sind den Lesern aufgestoßen und führten zu dem kollektiven Empfinden, dass Hergé möglicherweise das Schicksal von Timon Struppe inzwischen gleichgültig ist. Und zweifelsohne dürfte Hergé in jener Zeit bereits seine gehörige Hassliebe zu Tintin empfunden haben. Die Leser besaßen natürlich keinen Einblick in die psychischen Mühen und Probleme, mit denen Hergé zu kämpfen hatte. Diesen Punkt sollte man nicht überbewerten, denn Reiseziel Mond und Schritte auf dem Mond hatten für Castermont und Hergé durchaus gut Kasse gemacht. Aber die Genesis dieser beiden Bände war so aufwendig, dass man vorauseilend mit einem rekordbrechenden Hit gerechnet hatte und dieser stellte sich erstmal nicht ein. Doch dann vergingen die Jahre und in 1969, 15 Jahre nach Tintin, Milou und Haddock, standen Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond. Dies führte zu einer interessanten Renaissance der beiden Bände und Schritte auf dem Mond erfuhren eine späte, sehr euphorische Anerkennung. Plötzlich sprach jeder davon, welch ein visionäres Genie Hergé doch sei. Von da an war die Popularität der beiden Bände kaum zu bremsen. Und wie gesagt, heute zählen sie leicht zu den beliebtesten Timon Struppi-Geschichten. Man muss sich nur ein paar Online-Rankings dazu anschauen. Und doch war für Hergé der Ausflug in die Welt der Science-Fiction und der brandaktuellen Raumfahrttechnik damit abgeschlossen. Nicht für immer. Ein einziges Mal würde er dem Rufen der Sterne nachgeben, viele Jahre später, doch dann in einem gänzlich anderen Zusammenhang. Wir werden dazu kommen. Doch vorerst war das Thema für ihn durch. Hergé würde auch nie wieder einen Doppelband zeichnen. Sein nächstes Timon Struppi-Projekt sollte sich einem gänzlich anderen Genre zuwenden und hierbei erneut Comicgeschichte schreiben, dem rasanten Action-Thriller. Mit L'Affaire Tournesol, zu Deutsch der Fall Bienlein, setzte er in Sachen Spannung und Oktanzahl neue Maßstäbe. Viele sagen, dass erst nun sein größtes Meisterwerk entstehen sollte. Zugleich würde er 1954 an einer vollständigen Überarbeitung von Die Zigarren des Pharaos sitzen. Doch dazu erzähle ich beim nächsten Mal. Macht's gut!